Ein kostenloser Tipp in Berlin ist diese neue Ausstellung hier. In der Galerie Sprüdmagers dürft ihr aktuell eure Schuhe ausziehen und euch dann auf eine riesige Matratze legen. An der Decke läuft eine Animation, inspiriert von der Stadt der Zukunft. Und auch sonst gibt's im Raum super viel verrückte Dinge zu entdecken. Zum Beispiel Frauen, die von Tentakeln durchdrungen werden. Oder kleine Hüpfbälle. Weil ich nach der Ausstellung richtig in Kulturlaune war, habe ich noch das neueste Lichtmuseum der Stadt ausgecheckt, das sich auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain befindet. Das Chroma ist aus verschiedenen Einzelräumen aufgebaut, in denen jeweils meist interaktive Lichtinstallationen verschiedener KünstlerInnen zu finden sind. Und es ist, genau wie Ausstellung Nummer 1, nicht nur ein unfassbar cooler Fotospot, sondern auch ein Ausflug in eine andere Welt.